Ja, ich begrüße Sie recht herzlich, bedanke mich für die Einladung und der Kollege Konrad hat gesagt, das Thema bei ihm sei der Titel ein Problem, bei mir nicht. Die Chiffren 68 erkennt jeder spurlos, war da in Linz was oder überhaupt von 2 Dutzend haben wir da gehört. Nun ja, Sie wissen, dass sich ausgehend von 1968 in der Welt einiges ereignet hat. Rolf Schwenter hat sich damit beschäftigt und Sie können es da nachlesen und von einem ganz stringenten zeithistorischen Gesichtspunkt ist das medial verbreitete Datum 1968 ein mythologisches. Das heißt, das Symboljahr 1968, das fand statt in Berlin, in Frankfurt, Paris, Prag und in anderen Städten. Es ist eine Chiffre, die weltweit bekannt ist. Und ist ein Symbol, ist ein Code. Jetzt, was hat Linz damit zu tun? Müssen wir das noch ein bisschen weiter eingrenzen? 68er Generation und 68 der Aktivisten. Also nur auf 2 Dutzend zu reduzieren, würden sich auch Leute wie der Rolf Schwenter oder der Hanisch oder auch Ludwig Scharinger war vermutlich wehren, weil die das weiter begreifen. Man unterscheidet die 68er Generation von der Bewegung. Da sehen Sie in etwa die Definition, die Hanisch gibt, in welchem Zeitraum geboren. Es geht um ein bestimmtes Lebensgefühl, Mentalität, Denkformen, Lebenspraxis, die von den 68ern mitgeformt wurden. Die 68er Bewegung wirkt auch auf die Gegner der Bewegung. Demografisch waren es starke Jahrgänge. Allgemein in der Literatur spricht man ungefähr von einem Jahrzehnt der Beeinflussung, Mitte der 60er bis Mitte, Ende der 70er Jahre. Und das hat auch in diesem Zeitraum hat sich auch Linz verändert und zwar ganz massiv. Linz war eine Arbeiterstadt, nach 45 geworden, durch die Großindustrie. Österreich und auch Linz, der Wirtschaftsstandort Linz, erleben zu dem Zeitpunkt eine Hochkonjunktur. Das Baugewerbe boomt, ebenso wie die Industrie. Da können Sie sehen, Zahl der Industriearbeitsplätze hat stark zugenommen. Die verstaatlichte Industrie boomt. Zahl der Arbeitsplätze stieg an, Stichwort Voest, Stickstoffwerke. Das sind Systeme, die die dort Beschäftigten ganz gut ernähren und ihnen akzeptable Lebensverhältnisse zuweisen. Man kann schon im Vergleich zu den anderen Städten, Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg, von der Struktur her sagen, dass es sich zu dem Zeitpunkt von der sozialen Struktur her um eine Arbeiterstadt gehandelt hat. Was passiert jetzt zu dem Zeitpunkt? Bildungsexplosion in Linz. Da steht eine Menge drauf. Ich will das nicht im Detail durchgehen. Schnellleser können sehr schnell sehen, dass also der Anteil der Personen mit höherer Bildung rasch steigt in dem Zeitpunkt. Nämlich er verdoppelt sich fast. Und besonders vor allem dann in die 70er Jahre hinein, Mitte der 70er Jahre, partizipieren disproportional Frauen und Mädchen von dieser Entwicklung. Das ist eine altbekannte Geschichte. Die Einwohnerzahl von Linz, insbesondere auch im Umland, hat sich das sieht man hier nicht, aber die Stadtagglomeration, Stadtregion Linz hat also um 1970 schon an die 400.000 Einwohner und die stellen auch das Einzugsgebiet für eine Universität dar. Da sehen Sie eben diese angesprochenen starken Jahrgänge.
mit einer Einkerbung, aber in den 40ern eine ganz ausgeprägte, kurzfristige, 2-3 Jahre, eine Kohorte, sage ich mal, und auch dann Ende nach 45 eben ungefähr ein Jahr fünft, wo sie sehr starke Geburtenjahrgänge haben. Wie war die gesellschaftliche Situation damals? Sehr konservativ, das ist bekannt. Hier haben Sie die österreichischen Landeshauptmänner 1963. Ich möchte Ihr Augenmerk auf den Herrn von Ihrer Warte aus jetzt links vorne richten. Der Vorarlberger Landeshauptmann in Vorarlberg, das ist sozusagen das Musterbeispiel für eine konservative Ausrichtung, war die Zeitschrift Bravo verboten, war der Bikini verboten. Die Bild-Zeitung hat sich einen Spaß gemacht, eine Bikini-Schönheit auf Seite 1 abgebildet und am Bodensee würde sie verhaftet werden. War aber österreichische Realität und man hat auch den Strafrahmen ordentlich, also 1 Monat Haft. Ebenso mit Rückgriff auf ein Gesetz aus dem Jahr 1929 galt das Tanzen des Twist als anstößig. Das war jetzt nun in Oberösterreich nicht so, aber auch in Wels gab es eine Bürgerinitiative mit dem Vizebürgermeister voran, die konkret dazu aufgerufen haben, die Zeitschrift Bravo zu verbieten. Das zieht sich nicht zu vertreiben, das zieht sich Aufklärung und ähnlich, Dr. Sommer antwortet und was weiß ich immer. Und das führt zu einem Prozess, weil in der Zeit das ist geschäftsschädigend für die Zeitschrift. Entgegen aller Bemühungen werden die Initiatoren freigesprochen und das gilt irgendwie als Erfolg. Noch 1967 versucht man eine verschärfte Kinogesetzgebung durchzubringen. Und vielleicht noch ein Hintergrund, der also zur Anschärfung der Situation oder vielleicht nicht unmittelbar spürbar, aber zur Bereitschaft eines Teils von Intellektuellen, von Menschen, die gegen den konservativen Geist irgendwie eingestellt waren. 1967 gibt es eine Wahl, bei der die SPÖ das beste Ergebnis in ihrer Geschichte auf Landesebene erreicht. Sie bekommen mehr Stimmen als die ÖVP. Und noch in der Wahlnacht spricht Landeshauptmann Gleisner bzw. seine Abgeordneten mit dem ehemaligen SS-Obersturmbahnführer Peter. Und das ist der Gleisner-Peter-Pakt. Und die Stimmenmehrheit, das scheinbare Bodengewinnen verpufft ihm nichts. So war ungefähr die Situation. Vielleicht noch, ich habe Ihnen ja zuerst gesagt, bisschen muss man zurückgreifen. Es ist auch in Linz einmal in einer Ausstellung gezeigt worden. Es ist eine kuriose Geschichte, dass also Erich Rupprecht, alias Rupprechter, der wird noch Anfang der 60er Jahre, ja 62, in einem Gerichtsurteil zu Haft verurteilt, weil er nackte Frauen malt. Das Nordico hat das ganz gut gemacht, indem durch einen Zufall, das ist kurios, aber durch einen Zufall wurden diese Bilder, ein Ministerialrat hätte die Bilder vernichten sollen, sie wurden beschlagnahmt. Er hat sie nicht vernichtet, sondern in seinem Büro gehortet. Dann ist er gestorben und dann sind da diese Bilder mit nackten Frauen, hinten drauf steht Linz. Und das Nordico hat sie dann gezeigt und sie wurden dem Künstler irgendwie wieder rückgestellt. Aber die Studenten damals waren in fast allen Städten dominant in Burschenschaften und im CV organisiert. Linz in den frühen 60er Jahren war eine, das kennen viele von Ihnen sicher, die Blumau. Jetzt ist sie ja gerade dabei, sich radikal zu verändern in den 60er Jahren. Linz war eine Arbeiterstadt mit LD-Verfahren, weltberühmt. Die Wirtschaft stand im Vordergrund und boomte.
Linz hat keine ausgewiesene universitäre Tradition. Es war allerdings das Bemühen der Linzer Stadtpolitiker um eine Universität hat eine lange Tradition. Das Bemühen. 65 gelingt es schließlich. Es konstituieren sich die obersten Organe der Hochschule und ein Professorenkollegium. Angeblich die erste Senatssitzung, zumindest nach den Aufzeichnungen, die es im Universitätsarchiv gibt, in der Bücherei, in der Goethestraße. Vier Personen wählen dann, ja, diesen Herrn zum Rektor. Das ist Rektor Fröhler. Es ist ein Festakt, als Linz 1966 im Oktober zur Universitätsstadt wird. Der Linzer Bürgermeister übergab eben den Schlüssel der Hochschule an den Rektor und im Anschluss hat der Bundespräsident dann die Eröffnung der Hochschule vorgenommen. 66 noch wurde ein rechtswissenschaftliches Studium eingerichtet. Da haben Sie einen Blick in die Hochschule in Linz um 1970. In Wien wurde Ende der 60er Jahre und auch schon vorher bereits demonstriert. Und es ist jetzt so, dass man in Linz natürlich auch davon wusste, beziehungsweise es auch Beteiligung von Linzern gab in Berlin oder in Wien oder Paris, wo immer auch. 65 muss ich doch als Vorläufer, der für diese ganze Politisierung wichtig war, die Affäre Borodajkiewicz. Da geht es um antisemitische Aussagen, um leider den ersten Toten in der Zweiten Republik bei einer Demonstration infolge eines Gewaltakts und heftigen Auseinandersetzungen. Es ist jetzt so, dass es in Wien absolut keinen Dauerprotest gibt, aber doch eine Stimmung, eine Gruppe von mehreren hundert Personen, die demonstrations- und protestbereit waren. Die Vorgänge wurden eben in Linz perzipiert, zum Teil nachgeahmt. Eine massive studentische Bewegung kam 1968 konkret im Jahr nicht zustande. Ab 69 wurden aber Aktivitäten in Linz stärker spürbar. Die hochpolitisierte Hochschule ist bis Mitte der 70er Jahre Realität. Diese gesellschaftliche Beeinflussung, diese Unruhe, dieser Ungeist, das sind nicht nur die Universitäten, vor allem die jüngere Generation, das betrifft also auch Schulen, betrifft auch ganze Heimebene und verschiedene Ebenen der Gesellschaft abseits der Universität. Worum ging es jetzt beim 68 oder 70er Jahre Protest? Und ich würde sagen, die Fragestellungen sind bis heute aktuell. Wie kapitalistisch soll eine Gesellschaft sein im Rahmen eines marktwirtschaftlichen Systems? Welche Freiräume soll sie bieten? Wolfgang Moringer war einer der führenden Persönlichkeiten der Protestszene. In einem Interview hat er gesagt, Bewusstsein war unser Stolz. Bewusstsein im Sinn von Idealismus. Man war überzeugt davon, gegen, Zitat, Enge, Uneinsichtigkeit, Herzlosigkeit und Unmenschlichkeit anzutreten. Es ging, wie Norbert Frey formuliert hat, schlichtweg bei jenen, die damals protestbewegt waren, aus ihrer Sicht um eine bessere Welt. Es ging um Emanzipation, Partizipation und Transparenz, um die Freiheit der Unterdrückten, um es pathetisch auszudrücken, gesellschaftliche Teilhabe, um ein Mehr an Demokratie, um Gleichberechtigung. Bei der Revolte der späten 60er und 70er Jahre ging es aber auch um das Ausloten der Grenzen der Gesellschaft. Was kann ich anziehen? Wie kann ich mich geben? Was kann ich öffentlich tun? Und so weiter. Und angesichts der stark verregelten Wirklichkeit um das Finden und Erweitern von Freiräumen. 68 war kein sozialer Protest. Wie kommt man zu so einem Thema? Muss ich jetzt doch sagen, es gibt ein Buch, die 68er in Oberösterreich von Franz Xaver Rohrhofer. Er ist der ehemalige Chefredakteur des Volksblatts, der Parteizeitung der ÖVP. Er hat ein interessantes Buch geschrieben, viele Interviews, hat Insider-Informationen.
hat aber einen Blick auf die Ereignisse, die stark in Richtung Katholizismus gehen, die den Eindruck, die durchaus die damals auch bewegten Persönlichkeiten wie Leitl, Kukatzka und Scharinger in den Vordergrund rücken, sicher auch eine interessante Facette der Geschichte, aber insgesamt wohl etwas, wo man als Historiker sagen muss, Moment, das kann ich mir aber auch anders ansehen. Das habe ich gemacht, eben mit diesem Protest Unruhe und ein violetter Mantel im Band Linz im 20. Jahrhundert, eben herausgekommen von Meyerhofer-Schuster vom Archiv der Stadt Linz. Da kann man, was ich Ihnen da jetzt bringe, das ist ein bisschen ein Potpourri dann, wahrscheinlich würde mir die Zeit ausgehen. Insgesamt kann man das allerdings hier detailliert nachlesen. Im 68er Buch von Rohrhofer haben Sie in erster Linie Interviews und Zeitungsausschnitte. Ich war im Stadtarchiv, habe mir die Staatsanwaltschafts- und Gerichtsakten im Landesarchiv angesehen, war im Universitätsarchiv, habe mir Privatarchive angesehen. Interviews, selbstverständlich auch das, Zeitungsberichte doch auch eine ganze Reihe von Memoiren, die es schon dazu gibt, denn das ist ein interessantes Thema. Linz 1969, Demonstrationen mit einigen hundert Personen laut Polizeibericht, also wenn du nur zwei Dutzend kennst, Helmut, dann ist es okay, aber laut Polizeibericht waren es doch mehr und die tendieren ja nicht dazu, dass sie übertreiben, diese Polizeiberichte. Dann gab es Proteste 69 gegen die Sprengung der Wollzeugmanufaktur. Du wirst das sicher genauer wissen, da gibt es das Gerücht, dass Helmut Botz versucht habe, nicht zu weichen bei der Wollzeugmanufaktur, bei der Sprengung und letztendlich allerdings, Gott sei Dank ist er weggegangen, jedenfalls wurde die Wollzeugmanufaktur gesprengt. Damals lange Haare, das war das zentrale Reizthema, unkonventionelles Äußeres, Revolte gegen die konservativ-autoritären Väter, die ganz anders aussehen. Der Herr von Ihrer Seite aus links ist, das ist ein bekanntes Bild, der spätere Kulturamtsdirektor der Stadt Linz, Siegbert Janko. Rechts Peter Kutan, der damals auch anders ausgesehen hat. Es war ein Protest gegen traditionelle, patriarchale Familienformen mit einem ganz spezifischen Styling, das Sie hier recht eindrücklich vorgeführt bekommen. Es gab auch, Hanisch hat eine Menge darüber geschrieben und es ist einfach ein Faktum, es war auch ein Protest gegen die NS-Vergangenheit, das ist das Spezifikum von Deutschland und Österreich, aber ohne die konkrete und bewusste Aufarbeitung, die dann geschehen ist, die im Zuge der Waldheim-Affäre eingesetzt hat. Es war eine eher emotionell getragenere, ohne diese konkreten Schritte auch in Gesetzesform, die dann später geschehen sind. Ja, einer der Wilden etwa, der vor allem in der Oberösterreicher, der vor allem in Wien aktiv war, aber auch in Oberösterreich einige Aktionen gemacht hat, Johann Jascha mit seiner lieben Lederhose, ganz katastrophale Kritik in den Zeitungen, mit Ausnahme in der Volksstimme, muss man sagen, die doch ein bisschen eine andere Berichterstattung gemacht haben. Es gibt 68 wenige Aktionen konkret, vornehmlich seitens der KPÖ im Zusammenhang mit Vietnam. Ist die KPÖ Teil dieser klassischen 68er Bewegung? Nein. In Linz gibt es allerdings einen Chefredakteur der Volksstimme, einen KPÖ-Politiker, Franz Kain, der gleichzeitig Schriftsteller ist, also Künstler.
also Kulturschaffender, und der macht ungewöhnliche Dinge, die man so vielleicht im Mainstream nicht gemacht hätte, mit seiner leider schon verstorbenen Tochter Jenny etwa einen Protestmarsch über die Landstraße. Linzer Kulturschaffende protestiert gegen Vietnam, warum kümmert euch das nicht? Eine kleine Demonstration eigentlich zu zweit, wo sich dann 3, 4 Personen anschließen, aber im Prinzip eine Einzelaktion. Man versucht das eigentlich hier immer wieder anzuziehen, aber relativ wenig geschieht da. Keine ist aber eine Figur, der also in etlichen, man sieht das immer wieder, für ihn sind die 68er eine Chance, eine Möglichkeit. Und auch nicht alle in der KPÖ denken darüber so. Wo gehen die hin? Kommunisten und Bewegte und andere zur Bergamama, falls das Lokal noch jemand kennt, hier Flaschenbier Volkscafé Berger, das hat also dann in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ein bisschen anders angesehen. Weiter hinten sehen Sie dann, no, das, nein, Badgasse, das ist die Badgasse, da hinten ist die Kunst, heutige Kunstuniversität. Und da hinten war dann in den Ende der 70er Jahre, zweite Hälfte der 70er Jahre, das legendäre Szenetreff Badcafé. Das also in Linz am, naja, es gibt schon ein paar andere auch, aber ziemlich lange offen hatte. Nochmals, die Volksstimme, es gibt da auch, es gibt ja Quellen dazu, also etwa die, in Oberösterreich, Kain wurde mehrmals gerügt, weil er doch anders berichtet. In der Linzer Ausgabe, also in der Neuen Zeit, wurde etwas anders berichtet. Also auch Möhl bekommt ein kritisches Interview. Jascha wird doch in einer anderen Form perzipiert, als das sonst üblich ist. In Linz selbst, da kommt 1969 eine Schrift heraus, die vor allem an Schulen verteilt wird und in Umlauf kommt. Das ist die Kritik 69. Da geht es um Sexualität, um Erziehung, um Schule, um Protest. Und es folgt zumindest vom gedanklichen Modell her der Randgruppentheorie Herbert Marcuses. Der sagt, das neue revolutionäre Subjekt könnte jetzt unter anderem in unterprivilegierten und noch nicht im Arbeitsprozess integrierten gefunden werden, in Schülern, Studenten, marginalisierten Gruppen, Heimzöglingen oder Arbeitslosen, denn der Großteil der Arbeiter sei in diesen florierenden, auf Kosten der Dritten Welt lebenden, so die Theorie, Wirtschaften in den hochindustrialisierten Ländern bereits so saturiert, dass also eine ernsthafte Gegenbewegung gegen den Kapitalismus nicht in Frage käme. Das ist Renate Janota schon verstorben. Sie war eine zentrale Figur der Proteste in Linz, hat durchaus nicht alles selbst geschrieben, überhaupt nicht. Das haben andere getan. Sie war mit über 21 auch eine Person, die als Herausgeberin verantwortlich gezeichnet hat und da auch verurteilt wurde, und zwar exakt zweimal. Auch nach dem Pornografiegesetz verurteilt worden ist, denn es wurden Fragen wie Verhütung, Onanie und Ähnliches diskutiert. Man muss sich das doch vorstellen, zu dem Zeitpunkt, also der Fall Renate Janota ist hier, sie hat auch in der Zeitschrift Cogito, gibt es einiges dazu. Hat etwa, weiß nicht, eine Person, die damals ziemlich bekannt war, mit einem kritischen Artikel über repressive Sexualmoral, war Konstantin Kaiser. Der hat als Schüler einen Beitrag geschrieben, den Renate Janota abgedruckt hat, und der
junge Bursch wurde psychiatriert wegen dieses Artikels und auch zu unbedingter Haft verurteilt. Gleichzeitig eben hat man einfach Gegenkräfte, die anders aussehen, etwas anderes repräsentieren und eine andere Gesellschaft wollen. Dagegen gibt es es auch in Linz, also es gibt es natürlich überall, in deutschen Städten, in Wien, in Salzburg, die legendäre Geschichte mit dem Einseifen ein eingeseiftes Schwein in eine Angelobungsfeier etwa hineinzutreiben, in Linz nicht aufstehen bei Angelobungen, lächerlich machen im öffentlichen Raum des üblichen Prozederes. Direktorswahl, also da muss man sagen, Universitäten sind ja etwas Spezifisches bis heute. Da gibt es ein ständisches Prinzip, da gibt es Kurien, nicht eine Person, eine Stimme, sondern ein abgestuftes System. Ganz interessant ist, dass die Linzer eines gemacht haben, nämlich die ÖH hat ein radikaldemokratisches Experiment gemacht und im Juni 1968 eine Was-wäre-wenn-Wahl durchgeführt. One Man, One Woman, also das heißt eine Person, eine Stimme und eine irre Wahlbeteiligung, 60%, vornehmlich Studenten, das ist schon klar, aber auch Assistenten und einige Professoren und danach wurde mit einer großen Mehrheit Kurt Rothschild, leider vor kurzem verstorben, zum Rektor gewählt, in Realität natürlich nicht, nach ständischen Prinzipien wurde und rechtmäßig Rudolf Strasser bestellt. Fröhler sind zu benennen, Strasser als Rektoren, aber eine Besonderheit in Linz, linke Rektoren, ausgesprochen. Rothschild wird auch nach dem Wahlrecht der Universität Rektor und ich möchte auch wohlgenannt nennen, den man wohl in diesem Kontext einordnen kann. Es gab eine Reihe von Professoren, Stadler, Fürstenberg, die also durchaus in diesen kritischen, den 68ern positiv gesinnten Kontext einzuordnen sind und hier wesentliche intellektuelle Schützenhilfe geleistet haben. Das ist keine Frage. Da sehen Sie die Hochschülerschaftswahlen, wie sich das entwickelt und ja, also von breiten Mehrheiten für links zu sprechen, das wäre falsch, das ist nicht der Fall. Das sehen Sie hier, die Aktion ist nicht zu vergleichen mit der späteren Konservativen, sondern da handelt es sich um eine linksgerichtete Gruppierung. Und jedenfalls die ÖSU hatte zu diesem Zeitpunkt ihre Mehrheit verloren. Und im Kontext mit dem Fall Eder, also da ging es um eine eigentlich hochschulspezifische Angelegenheit, ein Detail, aus dem ein Vorlesungsboykott entstand und schließlich es gibt sich einen Zusammenhang. Bei diesem Detail handelt es sich um den damaligen Studenten Manfred Eder, der in der VSSDÖ-Zeitschrift Cogito die Millionengagen einzelner Professoren veröffentlicht hat und der eben dann Repressalien ausgesetzt war. Und in dem Fall hat sich auch die moderate ÖSU auf Seiten Eders gestellt und das Meinungsklima war kurzfristig nach links gedriftet. Und ja, insgesamt, ich glaube, muss meinen Vortrag ein bisschen abkürzen, aber muss Ihnen doch sagen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist schon ganz interessant bei der Stilisierung jetzt von Kukatzka oder anderen, das war selbstverständlich kein Linker, ein Mitglied des CV, keine Frage. Allerdings als ÖH-Vorsitzender, also es gibt Flugblätter mit eindeutig linkem Vokabular,
antikolonialistisch auf Seiten der Dritten Welt, internationalistisch und ähnliches, auch gegen durchaus anti-amerikanisch in einzelnen Fällen, und da steht Helmut Kukatzka drunter. Das ist eben so, und in dem Kontext damit, mit der Position, die er eben eingenommen hat, musste das auch so sein, weil das offenkundig vom Meinungsklima her so war. Außerdem, das stimmt schon, ein Teil dieser Personen im Umfeld der ÖSU sind als Linkskatholiken anzusprechen. Eine wesentliche Rolle haben aber damals schon die beiden Fraktionen VSSDÖ und Aktion. Dann kommunistische, also marxistisch-leninistische Studenten, das kam also etwas später. Deren Rolle ist also dann, wird größer zu Beginn der 70er bis Mitte der 70er Jahre. Wichtig auch der VSM, der Verein Sozialistischer Mittelschüler, der eine definitiv linksgerichtete Position eingenommen hat. Ich habe mir auch angeschaut, Personen, die nicht auf den ersten Blick als 68er zu bezeichnen sind, die aber innerhalb ihrer Parteien wirken. Und da würde ich doch den Herrn Ackerl benennen, denn der kommt mit ungewöhnlichen Vorschlägen einfach daher, wo er sich auch etliche Schelte einfängt. Denn er fordert etwa, auch das ist ja nicht besonders demokratisch, aber angesichts des Problems mit der Vergangenheitsbewältigung ein Funktionsverbot für über 60-jährige Funktionäre innerhalb der Sozialdemokratie, weil eben die relativ stark, heute würde ihn das selbst treffen. Allerdings hat das etwas damit zu tun, eben mit diesen doch damals massiven Fronten, die es eben entlang dieser Linie der Generationen gegeben hat. Feinde. Ja, damals, also es gibt von Kreisky jede Menge Artikel, die gegen die 68er Bewegung gerichtet sind. Er hat also auch immer wieder auch schriftlich Hillinger sozusagen als seinen Mann in Linz, wie weit das jetzt stimmt in der Hinsicht, das ist eine andere Sache. Tatsache ist, dass das eine komplizierte Geschichte ist. Kreisky selbst hat ja eben als Bundeskanzler, als Regierungschef, ist man eben in eine bestimmte Realpolitik eingebunden. Das Leben, der Lebenslauf von Kreisky ist stark von Revolte und Rebellion geprägt. Er schildert ja ausführlich, wie er 1923, also auch diese ganzen Schülerproteste, das ist nichts Neues. 1923 stürzt sich ein Gymnasiast aus dem elterlichen Haus, weil er das Mobbing seiner Lehrer nicht mehr aushält. Die Folge ist eine Demonstration des Vereins Sozialistischer Mittelschüler, den es damals bereits gab, und so schildert es zumindest Kreisky, der Beginn seiner Politisierung in diesem Kontext. Der Schüler Gerber ist bekannt, und von Friedrich Thorberg wurde das entsprechend dramatisiert. Ja, Hillinger ist eine andere Sache. Hillinger war, das weiß man jetzt, gibt es auch keine Diskussion darüber, entgegen seiner Aussagen, Mitglied der NSDAP. Er war auch, es gibt diese Mitgliedschafts. Er hat also auch ganz unter seiner Bürgermeisterschaft, wurde in Linz eine Langottstraße benannt, eben nach dem letzten NS-Oberbürgermeister. Er war sicher nicht der Initiator dieser Idee. Das gab es schon länger, eine Langottstraße hier zu benennen. Unter Hillinger wurde es realisiert. Warum zeige ich ihn vorher hemdsärmelig? Es gab doch bestimmte Zugänge. Ich habe da vor kurzem ich bin auf einen Akt gestoßen, aber auch mit Leute interviewt. VSSDÖ geht zu Hillinger.
Beginn der 70er Jahre. Damals, wer sich da noch erinnern kann, plötzlich gibt es Straßenmaler in Linz. Vor dem Pflasterspektakel, die eben da ihre Großen auf die Landstraße und anderswo. Die Polizei war damals nicht sehr freundlich und hat zum Teil Gewalt angewendet und es kam zu unschönen Szenen. Also auch wenn man, es gibt es auch schriftlich. Daraufhin spricht man eben vor und sagt, ja, muss das sein und ähnliches. Und zumindest das ist, auch an die Öffentlichkeit ist es nicht gedrungen, aber Hillinger hat interveniert und das abgestellt. Es gab also dann eben in Linz Straßenmaler, womit ich wirklich Hillinger nicht zum 68er stilisieren will. Keine Sorge, seine Ausrichtung war eindeutig, da ging es um Sozialen, um die soziale Versorgung der unteren Schichten. Das stand gewiss im Vordergrund. Ja, ich muss zum Ende kommen. Linz um 1970, zu Beginn der 70er Jahre, eine konservative, ein Wirtschaftsstandort erster Güte, aber ein von der Stimmung her traditioneller Ort. Möchte auf das Faktum der Kanalisierung dann, was kommt dann? Ab 1970 gibt es die Regierung Kreisky und dass es wohl auch auf Maßnahmen der Regierung Kreisky zurückzuführen ist, dass die Generationenbewegung in Österreich, anders als in Deutschland, doch stärker kanalisiert wurde. Man muss in dem Zusammenhang auf die Rücknahme der Körperstrafe, also nicht total, in den Familien gab es sie ja weiter, aber in den Schulen, in der Öffentlichkeit sozusagen, Einschränkung des Grundwehrdienstes, die Fristenlösung und die Universitätsreform und das Schulunterrichtsgesetz, das ja auch dann definitiv Körperstrafen in Schulen untersagt. Und Hanisch hat es so ausgedrückt, Kreisky lenkte die großen Themen der Jugendrevolte, Vietnam, Mitbestimmung, freie Sexualität auf die Mühlen seiner Politik. Das Lebensgefühl dieser protestierenden Jugend war ihm nicht fremd. Jetzt komme ich zum Schluss, ein bisschen gewagt. Ich hätte auch noch eine zweite Präsentation, aber das geht sich nicht aus. Ich muss tatsächlich meinen Flieger erreichen. Etliches ist doch dieses Gedankengut. Es ist zäh mit der Diffundierung. Linz ist eine Sache, Wien ist eine Sache, Graz ist eine Sache. Linz, das ist tatsächlich ein Verzögerungsprozess. Dann, wie sieht es in anderen Städten aus? Ich habe jetzt gerade gesehen, 1977 bekommen gestandene erwachsene Frauen in einer Apotheke die Pille nicht in Bad Ischl, weil sie nicht verheiratet sind. Das wird dann doch mit einem Erlass des Ministeriums klargestellt, dass so nicht vorzugehen sei. In Freistadt gelingt es so etwas wie ein Friedensfest unter Beteiligung, würde ich sagen, auf den ersten Blick, das ist ein 68er oder frühes 70er Jahre Event. Es passiert 1981 erstmals in Freistadt. Ob man jetzt von Diffundierung, die Gesellschaft war ja schon eine andere, ja, ob man da einfach von einer so langfristigen Diffundierung sprechen kann. Tatsache ist, dass es eben diesen Prozess des Erreichens dieser geistigen Strömungen, bis die in kleinere Städte kommen, das dauert sehr lange. In manchen ist wahrscheinlich auch nie angekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.